Moin Leute, hier zurück bei Destiny mit dem Waffentag bei Banshee. Er droppt ja, wie gesagt, immer 93er Lichtlevel-Waffen. Dementsprechend, wenn ihr noch nicht 93 Lichtlevel habt oder gute Perks braucht für Waffen, dann könnt ihr das hier auf jeden Fall immer machen. Lohnt sich immer noch, weil ab und zu kommen da echt gute Waffen bei raus. So, wir gehen erstmal direkt schauen, was er dabei hat. So, Feldtestwaffen. Als erstes haben wir hier die Hackettest A Automatikgewehr gegen den Feinde einzusetzen, egal ob Positionstreffer oder nicht. Als zweites haben wir hier die Soros TSA 10. Erzielte Präzisionskills, aber ja, egal gegen welchen Gegner, also auch leicht zu machen. Dann hier die Omolon Test HC1 Handfeuerwaffe. Nochmal Präzisionsschüsse landen, auch egal gegen welchen Gegner. Und als viertes haben wir hier die Hecke Test A, Scharfschützengewehr gegen Kabal-Zenturionen einsetzen. Das macht ihr am besten auf dem Mars bei der Festung. Da tauchen mal drei Zenturionen auf. Und wenn ihr da allein seid, könnt ihr da in Ruhe da die Waffe wegfarmen. Hier als letztes die Omolon Test RR1 Scharfschützengewehr gegen gefallene Captains einzusetzen. Das macht ihr am besten im Falterhof, wie das heißt, und oben, wo der Captain rauskommt, immer wieder und unten in der Höhle auch. Also alle Waffen ist gegen KI, nichts PvP. Dementsprechend sind 1250 Punkte schnell für euch drin. Macht ihr auf jeden Fall fertig, wenn ihr auf jeden Fall noch Loot braucht. Es lohnt sich und geht schnell. Dementsprechend sind die Feldeswaffen diese Woche sehr gut. So, wir haben unten noch die Schmiedeaufträge. Damals heißt das hier die Omron Tunnela SR4, ein Scoutgewehr. Als zweites haben wir die Hecke Judith D, Handfeuerwaffe. Als drittes hier die Hecke Hera D Impulsgewehr, als viertes hier die Hecke Ludmilla D Impulsgewehr und als letztes hier Hecke Ayufe Ruhr D Scharfschützengewehr. Also haben wir hier ein Scoutgewehr, Handfeuerwaffe und zwei Impulsgewehre und das letzte Scharfschützengewehr. Ja, was davon gut ist und was nicht, werde ich noch in die Beschreibung posten, zumindest den Link auch zu meiner MO, weil das listen immer sehr gut auf. Aber es dauert noch ein bisschen wahrscheinlich, bis sie das hier fertig gemacht haben auf ihrer Homepage, deswegen ist noch nicht sofort da, sondern erst ein bisschen später. So, hier haben wir noch die Still Piercer, gehe ich trotzdem noch mal rein. Die war letzte Woche auch schon da. Sonst, es kommt ja immer Steel Piercer und sonst ein Shotgun noch. Ich weiß gerade nicht mal genau, wie die heißt. Hier haben wir sanfte Ballistik, hier haben wir noch verbesserte Ballistik. Dann hier Feldschoke, dann haben wir hier Perfektionist. Das Magazin wird wieder aufgefüllt, wenn alle abgegebenen Schüsse präzise Kills waren. Dann haben wir hier Schnappschuss, Zielen geht super schnell mit dieser Waffe. Dann hier noch individuelle Optik, Präzisionsglas für besseren Zoom. Dann hier geölter Rahmen, schneller als Nachladen, reduzierte Reichweite. Dann haben wir hier das letzte Spotter, erhöhte Radarauflösung, wenn diese Waffe ausgerüstet wird. So sieht's aus, aber ich würde sie nicht kaufen, weil die ist einfach zu teuer. Die kosten nicht legendäre 125 legendäre Marken. Haha. So, und noch die diversen Sachen. Ja, Primär, Spezial, solche brauche ich nicht zu sagen, ist jeden Tag da. So, das war heute Banshee und es lohnt sich, wie gesagt, immer noch zu leveln. 93 ist immer drin und Waffen, die mit guten Perks droppen auch. Dementsprechend kann man es auf jeden Fall machen, wenn man Zeit hat. Ich hab's leider nicht. Naja, aber es ist halt immer so. That's life. Gut, danke bis hierhin fürs Zusehen, Zuhören. Lasst ein Like, Abo, Kommentar da, wenn es ein bisschen gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.